Warte, Ali. Lass uns erst hören, was Basim sagt. Warst du erfolgreich bei deinen Aufträgen? Stratege Jasur und Admiral Nadir sind tot. Hast du herausgefunden, wer hinter Elmar Dechwar steckt? Nicht direkt. Stratege Jasur sollte sich zu einem Treffen mit Elmar Dechwar in der großen Garnison einfinden. Anscheinend hatte ihn seine Vergangenheit doch noch eingeholt. Admiral Nadir wurde wegen fehlender Lieferungen für das türkische Heer befragt. Elmar Dechwar war nicht erfreut. Also ist Elmar Dechwar in der großen Garnison und überwacht den Nachschub für die türkischen Söldner. Es gibt nur einen mit entsprechendem Rang, der passt. Heerführer Wasif Aturki. Wasif? Das kann sein. Es gibt nur wenige, die Beshi gefangen haben könnten. Beshi wurde gefangen? Er kam nie zurück. Wasif ist gerade von einem Einsatz für den Kalifen zurückgekehrt und in der Garnison. Wenn er Beshi hat, wird dieser auch dort sein. Dann ziehe ich ebenfalls dorthin. Wasif kontrolliert halb Bagdad. Wenn wir ihn herausfordern und scheitern, könnte das einen Krieg auslösen, der bis nach Alamut reicht. Du brauchst Basim. Na gut, ich treffe Basim bei der Garnison, bevor ich zuschlage. Aber spute dich, ich bin es leid zu warten. Gelange hinein und töte Wasif. Er darf nicht entkommen und es muss aussehen, als hätte Ali es getan. Die Sicherheit Alamuts hängt davon ab. Es wird geschehen. Hätten wir das einmal geschafft? Schon einiges. So, Fertigkeiten. Was haben wir da? Füge... nochmals einen Konzentrationsluftangriff. Drei und drei sind sechs. Ich mache zuerst das auf die Seite. So. Oh, das ist geil. Kontrolle. So. Den möchte ich ja auch. Was haben wir hier noch gefunden? Schwert der Verborgenen. Was hat das für... Jeder fünfte... Das ist bei jedem dritten. Das ist durchaus besser. Also da kann man drehen und wenden, wie man möchte. Das ist schon eine ziemlich starke Waffe. Codex, ja, da könnte ich mich dumm und dämlich reden. Warte mal, ich möchte den noch bitte raus. Und die große Garnison. Duftendler. Mit deinem alten Freund. Ah, das wäre da die von der anderen. Konkubine. Das müsste doch angezeigt werden. Oder muss ich zuerst raus? Yeah. Ich war auch ganz hungrig. Wir könnten noch zum Händler der Schneider, also zur Schneiderin. So. Das ist die Schotter, wenn man sie braucht.
Mal schauen. Ich grüße dich. Schön, dich zu sehen. Waren ansehen. Was gibt es heute bei dir? Bitte, sei mein Gast. Okay, die kann ich... Das Gewebe ist entscheidend. Vorzügliche Wahl. Yep. Ja, und da kommen auch mal. Achte gut auf das, was auf dich achtet. So. Einmal pro Kampf kann Basim einen tödlichen Treffer überleben und für 50. Ist das alles? Ja. Auf ein andermal. Beehre uns wieder. So. Jetzt, ich habe doch das angewählt. Natürlich habe ich es abgewählt. So, 170 Meter in die Richtung. So. Dann schauen wir mal, was wir da haben. Das dürfte jetzt natürlich wieder eine längere Quest dann sein. Wieder in den Tümpel. Keine Ahnung, was... Ach, warte mal, ich muss noch... Bevor wir den Auftrag annehmen, muss ich noch zu einem Händler, um meine Kleinigkeiten aufzufüllen, da die Hilfsmittel. Wo? So. So. Wachen! Wachen! Das Gewürm hier befleckt unsere Straßen! Ruf die Wachen! Hier! Der Gesetzlose ist hier! So, so noch hier unten. Sie suchen also nach mir. Sie hatten gesucht. Sie hatten. Jetzt muss ich doch noch mal rüber. Weil dort ja die Händler waren. Schmiede, da. Wenn man nicht alles im Vorhinein im Kopf hat, dann muss man halt Wege doppelt und dreifach gehen. Natürlich wieder durch den Sumpf. Gut, da hätte ich jetzt rübergehen können. Hätte ich ein wenig mehr Acht gegeben. So, das dürfte hier sein, genau. Hallo. Sei gegrüßt. Ja, sei auch du gegrüßt. Schauen wir mal, was du hast. Oh, bitte. Ja. Sieh dich um. Nur zu gerne. Willst du deine Ausrüstung verbessern? Ja, sicherlich auch mal noch. Jetzt haben wir schon 1000. Zuverlässige Helfer. So, das... Ja, so gefällt's mir. War's das fürs Erste? Jep, vielen Dank. Ich muss gehen. Leb wohl. So. 4 Wurfmesser, passt. So, dann über den Fluss. Also, wie kann er das aushalten? Da würdest du eigentlich schon in den ersten 3 Sekunden loslassen vor Schmerzen beim Runtersegeln. Dann hier durch. Dann geht's, glaub's, nochmals über den Fluss, ne? Wenn ich's noch richtig im Kopf habe.
Ja. Dann gehe ich jetzt aber diesmal über die Brücke. Die Esel haben auch irgendwie so keine Herren. Die laufen auch irgendwie immer dort, wo sie wollen. So. Und da kommt er natürlich nicht hoch. Überall kann er hochklettern, aber hier genau an der Stelle wieder mal nicht. Das finde ich ja, das ist ja auch eine große Kunst von mir, immer die Stellen zu finden, die eigentlich so gar nicht möchten. So, jetzt sind wir schon bald hier und dann beginnt die große, große Quest. Und zwar wieder einen Kopf abzuschlagen. So. Ali, bist du bereit? Wer bist du, dass du mir sagst, was ich zu tun habe? Es steht mehr auf dem Spiel als dein Stolz, Wasif. Wir wandeln auf einem schmalen Grat. Genug! Überleg dir, was du sagst, wenn wir uns wiedersehen, Statthalter! Ich lasse mich nicht zweimal beleidigen. Das sind Wasif und Bagdads Statthalter, Muhammad ibn Abdallah ibn Tahir. Er gab Wasif einen Befehl, der diesem nicht gefallen hat. Der Statthalter von Bagdad kann dem Heerführer keine Befehle erteilen. Außer, gehört er etwa auch zum Orden? Muhammad? Das glaube ich nicht. Er ist nicht nur Statthalter, er ist auch Dichter und Gelehrter. Ein geistreicher Mann. Ein möglicher Verbündeter, dachte ich. Tja, ich hoffe, du hast recht. Wasif allein ist schon schlimm genug. Ich muss nur einen Weg in die Garnison finden. Einer der Bediensteten ist mir treu ergeben. Du findest ihn beim Küchenhaus. Wenn er die rote Schärpe sieht, wird er dir helfen. Und was tust du? Ich suche Beshi und befreie dann andere Aufständische aus dem Kerker. Wasif überlasse ich dir.